Willkommen zurück zu einer neuen Folge Lego City Undercover. Wir sollen ja jetzt einen Gefängnis-LKW klauen oder uns ausleihen, um damit jemanden vor einem Gerichtsgebäude abzuholen. Und schauen wir doch mal, was dort so alles passiert. Da steht er, den müssen wir anscheinend holen. Aber da ist ein Wachmann. Müssen wir den überwältigen oder... Hallo, Officer McCain. Habe Sie schon erwartet. Bestens. Sie haben also einen Gefangenentransporter für mich? Ja, aber sicher doch. Allerdings kann ich für die Sache wirklich Ärger kriegen. Dann könnte ich mich vielleicht revanchieren. Das wollte ich hören. Nehmen Sie die Kiste und folgen Sie mir. Ja, ich konnte es noch nicht mal aussprechen. Auf jeden Fall ist er auch automatisch dort hingegangen zu demjenigen. So, wir sollen eine Kiste nehmen. Und anscheinend... Nehmen Sie die Kiste hier ab. Ist ein Motorrad, das ich bestellt habe. Ja, was wir noch zusammenbauen sollen, anscheinend. Na, nun bau doch. Ah, jetzt geht's. Ach du Schande. Da fehlen ja die Räder. Könnten Sie mir welche besorgen? Okay, wir sollen zwei Räder finden. Okay. Das ist nur die Frage, wo die jetzt sind. Und wir kommen hier rein. Wir können hier jetzt auch rein. Und da ist ein Superstein drin. Den nehmen wir natürlich mit, wenn wir schon mal da sind. Und da scheint auch ein Rad zu liegen. Ist das vielleicht schon das erste? Kommen wir denn da gar nicht hoch? Merkwürdig, dass wir da gar nicht raufkommen. Oder müssen wir hier irgendwas bauen? Vielleicht. Dass wir hier vielleicht einen Weg nach oben bauen können? Ah, da, alles klar. Da war noch was zum Zerstören. Okay, jetzt kommen wir nach oben. Die Stats nehme ich noch kurz mit. Das ist hier im Weg. Sehr schön, den Superstein haben wir. Ist das hier das erste Rad? Yep, ist es. Wir mussten es erst noch aus der Verankerung befreien. Okay, eins haben wir. Genau, chill du mal entspannt herum. Ah, wir können jetzt nur langsam gehen. Jawohl, einhändige Liegestütze. Sehr schön, weitermachen. So, ein Reifen haben wir schon, oder ein Rad, besser gesagt, haben wir schon. So. Zack, haben wir. Eins haben wir, fehlt noch eins. Ist ja schließlich kein Einrad. Aber wo könnten wir das finden? Wo könnte das sein? Wir gehen mal kurz noch den Stud hier mitnehmen. Brechen das hier nochmal auf, da ist noch ein blauer drin. Kann ja nicht schaden, den noch kurz mitzunehmen. So, wo liegt das zweite? Es müsste eigentlich irgendwo in der Nähe sein. Vielleicht hier unten irgendwo. Schauen wir mal, ob wir hier unten etwas finden. Das zweite Rad. Wir bekommen ja den Transporter erst, wenn wir seine Räder gefunden haben für sein Moped. Mal gucken. Bauen können wir hier nichts. Gut, haben wir halt noch ein paar Steine mitgenommen. Es muss ja hier irgendwo rumliegen. Höchstwahrscheinlich. Aber wo? Hier ist schon mal gar nichts. Vielleicht hier unten irgendwo. Wir können es hier schon mal aufbrechen. Da sind jede Menge blauer Stats drin. Aber noch kein Rad in Sicht. Ein paar Moneten haben wir bekommen. Tja. Das können wir gar nicht aufmachen. Aber wir könnten immerhin noch ein paar Stats herausprügeln. Wo ist das zweite Rad? Da unten. Da unten ist was zum Bauen. Aber wofür? Na, baust doch, Chase. Eine Angel?
Was soll ich denn damit? Da waren wir schon mal drin, da ist nur ein Stud drin, aber wir haben ja schon fast 800.000. Die Angel werde ich gleich betätigen. Ich bin aber irgendwie jetzt so ein bisschen darauf aus, auch möglichst viele Steine zu sammeln. Mach dich bereit. Wofür? Achso, Button-Mashing. Okay, drücke wiederholt A. Und wir bekommen ein Rad. Okay, wir haben uns jetzt das zweite Rad erangelt. So ein bisschen klischeehafter Klassiker, aber das macht nichts. Lego City Undercover ist ja voll mit Klischees. Nur doof, dass man sich jetzt so ultra langsam bewegt, denn die Ecke... Wir müssen auch noch ein paar Meter laufen. Das hätte man vielleicht ein bisschen anders machen können. Mir fehlt, wie gesagt, das hatte ich in irgendeinem Part mal erwähnt, dass ich es schade finde, dass man nicht sprinten kann. Und jetzt geht man noch langsamer. Aber gut. Ich finde bei jedem Game mal ein paar Kleinigkeiten, wo ich sage, hätte man besser machen können oder anders. Aber wir haben es geschafft. Das Moped ist komplett. Zwei haben wir jetzt noch. Moment, ich dachte an ein Dreirad. Sieht richtig nach was aus. Ob es auch verkehrstauglich ist? Gibt wohl nur einen Weg, das herauszufinden. Sie sollten mal eine Runde damit drehen. Was, ich? Einmal Cherry Tree Hills, Auburn Docks und zurück. Jetzt soll ich mit diesem Moped fahren? Das ist dein Moped und nicht meins. Bin jetzt nicht so der Motorradfahrer. Okay, eine Art... Das ist eine Art Wettrennen. Okay, hier ist ein Checkpoint. Okay, wir müssen anscheinend... Oh, der fährt sich ganz empfindlich. Wir müssen anscheinend Checkpoint für Checkpoint abfahren. Und pro Checkpoint bekommen wir ein bisschen Bonuszeit dazu. Aber die Zeit... Man hat wirklich genügend Zeit. Okay, geradeaus. Noss haben wir auch noch zur Not. Jetzt hauen wir mal kurz rein. Ein Motorrad mit Noss. Kann man auch mal bringen. Okay, hier hoch. Ich weiß gar nicht, ob man diese Checkpoints direkt berühren muss. Na okay, hier rüber. Da war ein Scanpunkt. Da muss ich nochmal hin. Auf jeden Fall haben wir gerade einen Mega-Stunt hingelegt. Geradeaus. Ja, geradeaus. Zeit. Ja, man hat wirklich genügend Zeit. Links. Ich hoffe, es war richtig. Ja, links. Ich weiß nicht, ob man diese Checkpoint-Markierung direkt berühren muss. Ich mache es zur Sicherheit lieber. Man weiß ja nie, wo lang geradeaus. Okay, Zeit sieht sehr gut aus. Ah, über den Hafen. Wir müssen doch am Hafen lang. Ich wollte erst oben lang fahren. Ja, sonderlich schwer ist es nicht bis jetzt. 50 Sekunden haben wir schon. Zusatzzeit bekommen wir jede Menge. Auch wenn sie es empfindlich steuert, das macht nichts. Es klappt trotzdem hervorragend. Man kann nämlich relativ langsam und entspannt fahren. Ah, hier schön die San Francisco Straße lang. Na, fahr doch weiter, Chase. Noss braucht man eigentlich gar nicht bei der Strecke hier. Okay. Haben wir. Locker geschafft. Hey, das ging ja flott. Und es ist noch alles dran. Wie abgemacht. Der Gefangenentransporter steht dort drinnen. Freigeschaltet. Zeitläufe. Okay, es scheinen wohl mehrere von diesen Dingern zu geben. Da steht sogar, finde versteckte Zeitläufe in Lego City. Okay. Das heißt, wir schalten immer mehr verschiedene Sachen frei, die man hier machen kann. Unglaublich. Also das Spiel bietet wirklich wahnsinnig viel. Lohnt sich auf jeden Fall. Und es ist, ja, Nintendo Wii U exklusiv. Es gibt es für keine andere Plattform, nur für die Wii U. So, wo lang?
Okay, wir haben auf jeden Fall auch eine Gesundheitsanzeige oder eine Gesundheitsanzeige bei einem Fahrzeug. Kann man jetzt so auch mal ausdrücken. Wir haben eine Energieanzeige für den Transporter. Aber keinen Zeitdruck jetzt gerade. Aber eine weite Fahrtstrecke. Aber wir haben Nos. Bei geraden Strecken kann man ja mal kurz Nos reinhauen. Aber ich möchte doch lieber versuchen, noch ein paar Steine hier mitzunehmen. Haben wir ja im letzten Part herausgefunden, wenn man diese ganzen Laternenpfähle umbügelt. Dann hat man da oben irgendwann mal 2, mal 3 und so weiter stehen. Und scheint dann dadurch mehr Steine zu bekommen. Hoffe ich jedenfalls, dass man dadurch mehr bekommt. In der letzten Folge haben wir es auf mal 5 geschafft. War schon ganz amtlich. Aber ich möchte auch versuchen, wirklich mit voller Energie bei dem Ziel anzukommen. Und der Weg ist verdammt weit. Aber wir haben 23.300 Steine wieder zusammen. Ist nicht viel. Wir haben in der letzten Folge noch einen super Bau gefunden. Bogen der irgendwas. Weiß ich gar nicht mehr so genau, wie der hieß. Für 30.000. Ganz schön viel. Das heißt, wir müssen noch sehr, sehr viel zerstören. Wenn möglichst super Steine sammeln, wenn wir sie bekommen können. Denn alle Superbauten, das wird eine harte Aufgabe. Ich meine, generell Lego City Undercover auf 100% zu bringen, dürfte ein, ja, eine riesige Aufgabe werden, weil es hier einfach so viel gibt. Da ist der nächste Superbau. Halt, Moment, Moment, so viel Zeit. Ach, Mission verlassen. Nein. Da war nämlich so eine Umkleidekabine. Ist dort eine? Ja. Das Ding hätten wir zerstören müssen, das blaue, und hätten dann so eine Umkleidekabine bauen können. Aber ich darf den Wagen nicht verlassen. Haben wir ja gerade festgestellt. Schade eigentlich. Aber so ein bisschen was nehmen wir noch mit hier. An Steinen. Wenn wir so diese normalen Sachen rammen, da passiert uns ja nichts. Okay. Okay, wir sind schon mal da, wo wir hin sollen. Ihr werdet schon bald wieder von Modeluca hören. Die Strafe sitze ich doch auf einer Backe ab. Bei meinem Sitzfleisch. Hier der Papierkram. Modeluca werden wir wohl frühestens in 8 Jahren wiedersehen. Die Strafzettel machen's möglich. Und wieder einen eingebuchtet. Damit geht meine 36-jährige Karriere zu Ende. Ohne einen einzigen Fleck auf der Weste. Hey, Pat! Ich bin hier, um Modeluca abzuholen. Ja, jetzt hat er einen Fleck auf der Weste. Ich würde mal sagen, Zonk gezogen. So. Und los geht's. Wir sollen jetzt einen ziemlich weiten Weg wieder fahren. Wie Sie wollen, aber ich arbeite nicht fürs Gefängnis. Wir könnten also gern woanders hinfahren. Was? Junge, ich musste doch auf Phineas Verlass. Wie heißt du, Kleiner? Chase. Nie gehört, nie gesehen. Bring mich zum üblichen Versteck. Eigentlich arbeite ich für Chan Chuan, aber ich habe die Faxen dicke. Ich will für einen richtigen Kriminellen arbeiten, deshalb die Nummer hier. Haha, Mut hast du jedenfalls, Chase. Cedarstraße, da ist das Versteck. Sie sind mir wohl auf die Schliche gekommen. Könnte holprig werden. Wenn mir dafür 8 Jahre Knast erspart bleiben, ist mir egal, wie holprig es wird. Okay, wir werden natürlich verfolgt und wow, der hat gesessen. Der hat aber verdammt gesessen. Das war eine solide 7 auf der Verfolgungsjagdskala. Nicht schlecht, Kleiner. Nur eine 7? Was? Ach komm, da geht doch noch mehr. Ich will die volle 10 haben. Oder dass es heißt, Chase McCain 12 Points. Ist schon klar, warum Chan dich angestellt hat. Bist ein guter Fahrer. Eher unkonventioneller Fahrer, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall kann er jetzt die Fahrt genießen mit der Sicht nach draußen. Ich muss daran denken, wie mich Jimmy Skerlex damals im Kofferraum über die Grenze gebracht hat. Die guten alten Zeiten. Ja, die Frage ist nur, ob der Kofferraum da auch so offen war wie jetzt unser Wagen. Schwer zu sagen, aber wir haben immerhin noch
Oh shit! Oh shit! Das war's. Der Transporter wurde zerstört. Versuch es nochmal. Da haben wir einfach nicht aufgepasst. Die haben uns aber auch richtig gut welche verbrezelt. Das muss man denen lassen. Alles klar da hinten, Mr. DeLuca? Mit dir quatsch ich nicht. Halt die Luft an und mach deinen Job. Wir müssen auf jeden Fall öfter NOS einsetzen und dürfen uns nicht so oft rammen lassen. Junge, ich wusste doch, auf wen ihr es verlasst. Wie heißt du, Kleiner? Chase. Nie gehört, nie gesehen. Bring mich zum üblichen Versteck. Eigentlich arbeite ich für Chan Chuan, aber ich habe die Faxen dicke. Ich will für einen richtigen Kriminellen arbeiten, deshalb die Nummer hier. Haha, Mut hast du jedenfalls, Chase. Siederstraße, da ist das Versteck. Sie sind mir wohl auf die Schliche gekommen. Könnte holprig werden. Wenn mir dafür 8 Jahre Knast erspart bleiben, ist mir egal, wie holprig es wird. So, jetzt aber. Wir haben mit einmal nicht aufgepasst, die haben uns so hart gerammt vorhin. Jetzt sind wir schon eine ganze Ecke weiter. Und haben noch volle Energie. Nicht schlecht, Kleiner. Jedenfalls sollten wir öfter NOS einsetzen, definitiv. Und ich darf mich einfach nicht rammen lassen so oft. Und darf selber nirgendwo gegenfahren. Nach Möglichkeit. Und das ist schon das erste Problem, dass ich nirgendwo gegenfahren soll. Ja, da wird es dann schon langsam etwas fummeliger oder etwas schwieriger. Aber der Weg ist immer noch ganz schön weit. Das ist noch eine Ecke. Aber wir werden es schaffen. Diesmal bin ich mir absolut sicher, dass wir es schaffen werden. Na, komm schon! Wegsperren wollten. Klar hätte ich mir auch einen Anwalt nehmen können, anstatt mich selbst zu verteidigen. Wir sind bald da. Hoffe ich doch. Willst du wirklich zu Vinnys Truppe überlaufen? Dass wir bald da sind. Vielleicht kann ich da was arrangieren. Zwischen uns beiden ist ja alles klar. Aber für Vinny bist du noch ein Niemand. Du wirst etwas ganz Ausgefallenes für ihn erledigen müssen, damit er dir vertraut. Was auch immer es ist, Mr. DeLuca. Etwas Ausgefallenes? Das ist gut. Ausgefallen ist dieses Spiel bis jetzt sowieso. Gefällt mir bis jetzt wirklich unglaublich gut, das Game. Auch wenn es Lego ist. Halt! Hier muss ich rein. Ah, diesmal haben wir es geschafft. Sehr schön. Mach hinten auf und lass mich raus. Es ist doch schon offen. Hättest doch so aussteigen können. Danke. Mo! Bist du abgehauen? Haben uns gerade überlegt, wie wir dich dafür Vinny raushauen könnten. Tja, der Kleine hier war schneller. Lass den Transporter verschwinden. Danke, Chase. Ich melde mich bei dir. Hey! Okay. Wir haben es geschafft, zwar diesmal im zweiten Versuch, aber das ist, denke ich mal, noch im Rahmen. Einmal nicht aufgepasst und schon hat's uns den Wagen zerlegt. So, wir haben noch einen Videoanruf. Hey, Chase. Ich weiß jetzt, wie du Vinnys Vertrauen gewinnen kannst. Das ging ja fix. Ich bin ganz Ohr. Mein Schwager arbeitet am Flughafen. Er meinte, sie hätten gerade so eine Ladung Hightech-Dinger von einer Sicherheitsfirma reingekriegt. Bin mir ganz sicher, dass Vinny die Teile liebend gerne in die Finger kriegen würde. Und wie soll ich an die Dinger rankommen? Normalerweise mische ich bei diesen Geschichten nicht selbst mit, aber ich schulde dir wirklich was. Für die Sache beim Gericht. Ich werde dir also dieses eine Mal helfen. Triff mich auf dem Parkplatz südlich vom Flughafen. Bin schon unterwegs. Okay, wir sollen ihn am Flughafen treffen. Irgendwelche Hightech-Dinger klauen. Klingt auf jeden Fall interessant, aber das machen wir beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.